Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute gibt es den fünften Teil der Dyatlov-Reihe. Und bevor wir da gleich einsteigen, eine kurze Information. Ich habe das ja schon vor ein oder zwei Teilen gesagt. Das, was wir hier machen, das ist sozusagen die Story nach Protokoll. Natürlich ist dann da noch nicht alles drin, was es zu diesem Fall zu sagen gibt. Dazu komme ich ja noch, aber das sind sozusagen die Grundlagen und die muss man erst einmal wissen. Und ihr werdet dann bei den weiteren Teilen merken, dass ihr immer wieder einmal darauf zurückgreifen müsst, wie das Ganze denn nochmal war. Alleine schon, um nachzuvollziehen, was da die eine oder andere Theorie über diesen Fall sagt. Und da gibt es dann noch unendlich viele Dinge, die im Nachhinein herauskamen. All das wird noch besprochen werden. Das hier sind erst einmal nur die Grundlagen. Und dazu gehört eben insbesondere, wo man diese Gruppe aufgefunden hat, wie, mit welchen Verletzungen und wer wessen Kleidung trug. Und das ist im Nachhinein alles sehr wichtig. Und beim Auffinden und den Verletzungen, da machen wir jetzt weiter. Am 5. März 1959, da wurde Rastem Slobodin gefunden. Das war das vorerst letzte Opfer der Dyatlov-Gruppe, das von den Suchmannschaften gefunden wurde. Erst zwei Monate später, am 5. Mai 1959, da wurden dann vier weitere Opfer gefunden. Es waren Dubinina, Kolevatov, Tibor Bagnol und Solotarjev. Man fand diese vier in einer Bachsenke und sie lagen unter 4 Metern Schnee. So wie es die Spurenlage hergab, hatten die vier versucht, eine Schneehöhle zu bauen. Sie hatten sich, wie hier auf dem Bild zu erkennen, 4 Sitzmöglichkeiten gebaut und diese Sitzmöglichkeiten, die waren mit Kleidung bedeckt. Diese 4 Mitglieder der Dyatlov-Gruppe, die waren wesentlich besser gekleidet als die, die man bis dahin gefunden hatte. Aber sie trugen eben nicht alle nur ihre eigene Kleidung. Sie trugen zum Teil Kleidung der Mitglieder der Dyatlov-Gruppe, die man später unter der Zeder fand. Die Kleidung, die auf diesen Sitzmöglichkeiten lag, das waren ein Bein einer schwarzen Skihose, ein dicker brauner Wollpullover, ein weißer Wollpullover und ein paar braune Hosen. Man fand diese Leichen wenige Meter von diesen Sitzmöglichkeiten entfernt. Und jetzt ist Folgendes wichtig: Diese Kleidungsstücke, die stammten von den beiden unter der Zeder und die waren zerschnitten worden. Das heißt, um diese Kleidung von deren Körper zu bekommen, mussten sie mit einem Messer zerschnitten worden sein. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass diese beiden unter der Zeder, die so spärlich bekleidet waren, eben vorher doch mehr anhatten. Und das haben sie auch anbehalten, sonst hätte man es ihnen nicht vom Körper runterschneiden müssen. Ich erwähne das aufgrund dieser Theorie der Kälteidiotie. Die haben sich ihrer Kleidung nicht selbst entledigt, sondern nachdem sie verstorben waren, da müssen die anderen Mitglieder dieser Gruppe dorthin gegangen sein, um deren Kleidung zu nehmen. Denn die lag ja bei den 4 anderen, die man dann zum Schluss gefunden hatte. Aber auch sonst gab es da so ein heilloses Durcheinander, wer wessen Kleidung trug. Die Pelzjacke und die Mütze von Dubinina, die wurden bei Semjen Solotarov gefunden. Dubinina trug eine Wollhose, die Krivonischenko gehörte und da wurde noch mehr getauscht, aber da kommen wir dann zu. Es gibt da aber noch so eine andere Sache, die etwas merkwürdig ist. Diese Äste, die unter der Kleidung lag, also unter den Sitzmöglichkeiten, die waren eindeutig abgeschnitten worden mit einem Werkzeug, also einem Messer oder ähnlichem. Bei den 4 fand man aber nur eine Messerscheide. Das Messer selbst wurde bei den 4 nie gefunden. Und ebenso kein anderes Werkzeug, womit sie die Äste hätten abschneiden können. Aber diese Äste wurden eben abgeschnitten, das konnte man feststellen. Und was die Verletzungen der 4 angeht, die man unter diesen 4 Metern Schnee gefunden hatte, so stellten sich die komplett anders dar als das, was man bisher bei den Gruppenmitgliedern vorgefunden hatte. Ich wollte euch hier zum Beleg dieser Verletzungen ein paar Bilder zeigen. Nun habe ich mir schon gedacht, dass das ein Problem wird und dieses Video dann wahrscheinlich im Orkus verschwinden würde. Also habe ich diese Bilder extern auf einen anderen Kanal von mir gelegt,
aber ich hatte noch keine Minute dieses Video hochgeladen. Da habe ich dann von YouTube eine Mail erhalten. Heute, der Tag, an dem ich dieses Video hier hochgeladen habe, da ist ja der 15.01.2021. Und hier oben rechts, da könnt ihr es sehen, Freitag, 15. Januar. Das hat keine Minute gedauert, nachdem ich dieses Video hochgeladen hatte, wo dann diese Mail ankam. Hallo MM Radio, das ist der Kanal, wo ich so meine Wandervideos ablege. Unser Team hat deine Inhalte geprüft und festgestellt, dass sie nicht den Bestimmungen unserer Community-Richtlinien entsprechen. Ja, das war's dann. Hätte ich diese Bilder dann hier in diesem Video gezeigt, dann wäre das Video weg gewesen. Das sind die Bilder von Ludmila Dubinina und Semyon Solotajov. Die beiden sahen ja wirklich nicht schön aus, aber ihr könnt diese Bilder finden, wenn ihr einfach bei Google Dyatlov Pass eingebt und vielleicht noch die Namen der beiden, da werdet ihr dann so einiges zu sehen bekommen. Aber ich denke mal, die Beschreibung, die reicht aus, um euch vorstellen zu können, wie die beiden dann leider aufgefunden wurden. Dieses Bild hier, das zeigt die Lage der Opfer, wie man sie gefunden hat. Das Ganze, wie gesagt, unter 4 Metern Schnee. Die drei Jungs, die lagen, wie hier auf diesem Bild zu sehen, nebeneinander. Ludmila Dubinina, die war wohl bei der Bergung der Opfer der schrecklichste Anblick. Die lag dort in diesem Bach und sie lag da auf so einer Art Treppe. Das kennt ihr vielleicht von einigen Gewässern, dass sich da so Abstufungen ergeben. Zum Zeitpunkt ihres Todes, da war sie gerade 20 Jahre alt. Als man sie fand, da trug sie ein kurzärmeliges Hemd, darüber ein langärmeliges Hemd und zwei Pullover. Ein brauner Pullover, den sie trug, der gehörte Krivonischenko, einer der beiden, die unter der Zeder gefunden wurden. Sie trug Unterwäsche, lange Socken und zwei Paar Hosen. Dazu hatte sie eine Kopfbedeckung an und sie trug zwei Paar warme Socken. Ein drittes Paar, das hatte sie nicht angezogen. Sie hatte einen Pullover ausgezogen und den schnitt sie in zwei Teile und die wickelte sie sich um die Füße. Wahrscheinlich ihr letzter Versuch, die Füße irgendwie zu retten. Sie hatte aber lediglich ihren linken Fuß mit einer Hälfte dieses Pullovers umwickelt. Die andere Hälfte, die hat sie entweder verloren oder liegen lassen. Diese fand man dann im Schnee liegend. Die Verletzungen von ihr, die waren wirklich fürchterlich und man kann auf den Bildern sehen, dass sie überhaupt nicht mehr aussieht wie ein Mensch, sondern eher wie so eine Gestalt aus einem Gruselfilm. Ihr fehlte das Weichteilgewebe um die Augen, also sprich Augenlider, Augenbrauen. Der Nasenrücken und das linke Jochbein, die waren teils freigelegt. Beschädigtes Gewebe um das linke Schläfenbein in der Größe von 4x4 cm. Die Augenhöhlen waren leer, die Augäpfel fehlten. Der Nasenknorpel war gebrochen und abgeflacht. Weichteile der Oberlippe fehlten. Zähne und Oberkiefer lagen frei. Und es fehlte die Zunge, und zwar bis in den Bereich des unteren Zungenmuskels. Die Rippen 2, 3, 4 und 5 waren auf der rechten Seite gebrochen. Zwei Bruchlinien sind sichtbar gewesen. Die Rippen 2, 3, 4, 5, 6 und 7 waren auf der linken Seite gebrochen, ebenfalls zwei Bruchlinien sichtbar. Sie hatte massive Blutungen im rechten Herzvorhof. Sie hatte einen Bluterguss auf der Mitte des linken Oberschenkels in der Größe von 10x5 cm. Die Autopsie ergab, dass sie vor ihrem Tod keine sexuelle Aktivität hatte. Das ist insofern wichtig, da es ja diese Theorie gibt, dass sie von Männern verfolgt wurden, die sich die Frauen greifen wollten. Und es bedeutet, dass sie auch mit den Jungs der Dyatlov-Gruppe da vorher nichts hatte. Das gleiche gilt übrigens auch für Sinaida Kolmogorova. Semyon Solotajov, zum Zeitpunkt seines Todes 37 Jahre alt. Bei ihm war es ebenfalls so, dass die Augenhöhlen leer waren, die Augen fehlten. Auch er hatte fehlende Weichteile an der linken Augenbraue, die also fehlte, in der Größe von 7x6 cm. Der Knochen lag frei. Er hatte eine offene Wunde an der rechten Seite des Schädels mit freiliegendem Knochen in der Größe von 8x6 cm. Er hatte einen geschwungenen Brustkorb, also eingedrückt. Die Rippen 2, 3, 4, 5, 6 auf der rechten Seite, die waren gebrochen. Es gab zwei Frakturlinien und er hatte ebenfalls Einblutungen in einen Herzvorhof. Und bei Solotajov, da war alles etwas anders als bei den anderen. Er wurde mit zwei Mützen, einem Schal,
einem kurz- und langärmeligen Hemd mit einem schwarzen Pullover und einem Mantel bekleidet gefunden. Bei ihm war eigentlich relativ schnell klar, dass der nicht erfroren sein konnte. Er trug dicke Unterwäsche, zwei Paar Hosen und eine Skihose darüber. Er hatte zwei Zeitungen dabei und einige Münzen und einen Kompass. An den Füßen trug er ein paar Socken und handgefertigte Lederschuhe. Das sind so spezielle Wanderschuhe gewesen. Ja, und Solotarev, der hatte eine Kamera dabei. Und offensichtlich blieb ihm am Zelt noch genug Zeit, diese Kamera hervorzukramen und mitzunehmen. Es soll so sein, dass Juri Judin, das 10. Mitglied der Gruppe, der sich ja vorher schon von der Gruppe verabschiedet hatte, etwas überrascht war von dieser Kamera. Denn er war wohl der Meinung, dass die Gruppe nur vier Kameras dabei hatte. Die Kamera, die man dann bei Solotarev fand, die kannte er überhaupt gar nicht. Leider lag diese Kamera, als man Solotarev fand, im Wasser und der Film, der war komplett hinüber. Aber es bleibt natürlich die Frage, warum hatte Solotarev zwei Kameras dabei, während er nur eine davon benutzte und die andere offensichtlich niemand zu sehen bekam. Deshalb muss man die Frage nochmal wiederholen, was war so wichtig, dass er bei allem, was da oben am Zelt auch passiert sein mag, die Zeit hatte, diese Kamera dann hervorzukramen und mitzunehmen, und warum war das so wichtig? Es gibt aber noch mehr Dinge, die bei ihm etwas merkwürdig waren. Man fand bei ihm in einer Hand einen Notizblock und in der anderen Hand einen Stift, so als ob er gerade etwas notieren wollte. Ein Mitglied der Rettungsmannschaft namens Wladimir Askinazi, der erzählte, Jahrzehnte später wohlgemerkt, Folgendes. Ein Oberst der Sowjetarmee namens Oberst Odjukov, der hätte sich diesen Notizblock geschnappt, ihn durchgesehen und laut geflucht, er hat nichts geschrieben. Dieser Notizblock, der tauchte während der ganzen Untersuchung dann auch nicht mehr auf. Es ist jetzt Folgendes dabei zu beachten. Wladimir Askinazi, der von der Rettungsmannschaft. Das ist der Einzige, der jemals diese Aussage gemacht hat, dass das so passiert sein soll. Und das war, wie gesagt, schon ein paar Jahrzehnte nach diesem Vorfall. Genau genommen war das vorletztes Jahr. Da gab es einen Artikel in der Zeitschrift Ural Pathfinder. Da wurde das von ihm veröffentlicht. Wie lange kann man so eine Situation, diesen Moment, wo dieser Oberst diesen Notizblock nahm und diesen Satz sagte, er hat überhaupt nichts notiert. Wie lange kann man den richtig in Erinnerung halten? Ist der wichtig genug, dass man ihn überhaupt in Erinnerung hält? Das ist schwer zu sagen. Oder verändert sich die Erinnerung in der Zeit so, dass man diese Szene mehr oder minder einfach dazu erfindet, in Anführungsstrichen, also denkt, sie hätte stattgefunden? Wer kann es wirklich genau sagen? Etwas anders ist das mit diesen merkwürdigen Verletzungen, die Solotarev und Dubinina gemeinsam hatten. Beide hatten dieselben Rippenbrüche, beide hatten Einblutungen in der Herzkammer. Das Interessante bei den Rippenbrüchen ist, dass diese sozusagen gerade von oben nach unten verlaufen. Es gibt da also eine relativ klare Bruchkante. Aber Dubinina und Solotarev, die sind natürlich unterschiedlich groß und schwer gewesen und unterschiedlich gebaut. Kann es da dann wirklich ein einziges Ereignis gewesen sein, sodass beide identische Verletzungen davon trugen? Schauen wir mal in die Ermittlungsakten und in die Notizen. Da gab es einen Staatsanwalt, der Name war Lev Ivanov, der hatte am 28. Mai 1959 Folgendes notiert. Das Ganze stammt aus einer Befragung oder einem Gespräch mit Boris Fosros-Denny, das war der Forensiker, der die Autopsien gemacht hat. Ivanov fragte also, wie ist es möglich, die Ursache für die Verletzungen von Dubinina und Solotarev zu erklären? Ist es möglich, sie zu einer Ursache zusammenzufassen? Und der Forensiker, der hat darauf geantwortet, ich denke, der Charakter der Wunden von Dubinina und Solotarev, also mehrfache Rippenbrüche bei Dubinina beidseitig und symmetrisch und bei Solotarev einseitig. Und beide hatten Einblutungen in den Herzmuskel und in die Pleuralhöhle. Das ist für mich ein Beweis dafür, dass sie, in Klammern zum Zeitpunkt der Verletzung, am Leben waren und das Ergebnis der Einwirkung einer großen Kraft. Ähnlich ist es auch bei Thibaut Brignol. Diese Wunden, wenn sie so auftreten, vor allem ohne dass das weiche Gewebe am Brustkorb beschädigt wurde, sind der Art von Trauma da sehr ähnlich, das durch Schockwellen einer Bombe entsteht. Die nächste Frage war, wie lange hätten Dubinina und Solotarev noch leben können?
Die Antwort war, Dubinina starb 10 bis 20 Minuten nach dem Trauma. Sie konnte noch bei Bewusstsein gewesen sein. Manchmal kommt es vor, dass Personen mit einer Stichwunde im Herz sprechen, laufen und um Hilfe bitten. Bei Dubinina, da handelte es sich um ein kompliziertes Schocktrauma infolge des beidseitigen Rippenbruchs mit anschließender innerer Blutung. Solotajov, der hätte länger leben können. Es muss berücksichtigt werden, dass sie alle trainierte, körperlich fitte und starke Menschen waren. Ja, das ist eine sehr interessante Aussage von diesem Forensiker, wie ich finde. Tatsache ist, dass beide ungefähr die gleichen Verletzungen hatten. Da muss die Lawine ja sehr sauber gearbeitet haben. Und das mal 1,5 Kilometer vom Berg weg. Das Problem mit dieser Äußerung über die Bombe, das ist eben, dass es dort überhaupt kein Anzeichen dafür gab, dass irgendwas dort explodiert ist. Das ist in der Tat so nicht nachvollziehbar. Es gab da keinerlei Spuren für irgendeine Explosion. Alexandra Kolowatow, zum Zeitpunkt seines Todes, 24 Jahre alt. In den Berichten kann man lesen, dass er aufgrund seiner Kleidung ganz gut isoliert war. Er trug ein ärmelloses Hemd, ein langärmeliges Hemd, einen Pullover, einen Fleece-Pullover und eine Skijacke. Diese Skijacke, die war allerdings beschädigt. Ein großes Loch am linken Ärmel hatte verbrannte Kanten und die waren 25 x 12 x 13 cm groß. Der rechte Ärmel, der war ebenfalls beschädigt. Die Jacke, die war aufgeknöpft, ohne Reißverschluss. Das ist insofern merkwürdig, da es ja ziemlich kalt dort war und man da vielleicht nicht unbedingt seine Jacke offen lässt. Bei der Autopsie, da wurden folgende Gegenstände aus seinen Taschen geholt. Ein Schlüssel, eine Sicherheitsnadel, etwas leeres Papier und zwei Päckchen mit Tabletten, Soda und Codein. Da schauen wir mal zu Onkel Netzdoktor und da steht, Codein ist ein mit Morphin verwandter Hustensteller. Er wird hauptsächlich bei trockenem Reizhusten verschrieben, doch in Kombination mit Paracetamol kommt Codein auch als Schmerzmittel zum Einsatz. Er trug eine kurze Hose, darüber eine leichte Hose, darüber eine Skihose und eine weitere Hose aus Segeltuch. Er trug keine Schuhe, aber die Füße, die waren mit selbstgestrickten Wollsocken versehen, die allerdings dann auch Brandspuren aufwiesen. Am Knöchel des linken Fußes, da wurde ein Verband entdeckt, aber diese damit verbundene kleine Wunde, die muss wohl vor diesem Djatlov-Pass-Ereignis dann versorgt worden sein, weil die Gruppe auf ihrem Weg vom Zelt runter ins Tal gar keinen Verbandskasten dabei hatte. Die Verletzungen. Fehlende Weichteile um die Augenbrauen fehlten, der Schädelknochen lag frei. Der Nasenrücken war gerade, der Nasenknorpel war beim Abtasten weich und hatte eine ungewöhnliche Beweglichkeit. Die Nasenbasis war abgeflacht, die Nasenlöcher zusammengedrückt. Hinter dem linken Ohr befand sich eine offene Wunde in der Größe von 3 x 1,5 cm und er hatte einen deformierten Hals. Diffuse Blutungen im darunterliegenden Gewebe des linken Knies, aufgehellte und aufgeweichte Haut an den Fingern und Füßen, die sind ein Zeichen für die Fäulnis in feuchter Umgebung. Seine gesamte Haut hatte eine graugrüne Farbe mit einem Hauch von Violett. Interessanterweise war es auch bei Kolowatow so, dass auf die Verletzungen genauso wenig eingegangen wurde wie bei Solotajov und bei Dubinina. Die wahrscheinlich gebrochene Nase, die offene Wunde hinter dem Ohr und der deformierte Hals, die könnten unter Umständen das Ergebnis eines Kampfes sein. Könnten. Das heißt aber nicht, dass es so ist. Das Ganze könnte auch auf natürliche Art und Weise entstanden sein. Immerhin lagen die ja alle unter 4 Metern Schnee. Es wird in diesem Zusammenhang von Experten aber immer wieder darauf hingewiesen, dass ein gebrochenes Genick und ein Schlag hinter das Ohr ein übliches Zeichen für die Tötung durch Spezialeinheiten ist. Aber wie dem auch sei, das Ganze ist ein Anzeichen dafür, aber man kann es eben nicht mit Gewissheit sagen. Nikolai Wladimirovich Thibaut Brignol. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 23 Jahre alt. Thibaut Brignol, das ist auch wieder so ein besonderer Kandidat, was seine Verletzungen betrifft. Und wir werden uns gleich einmal anhören, was der Forensiker gegenüber dem Staatsanwalt ausgesagt hat, was er von diesen Verletzungen hält. Genauso wie Solotajov war er gut bekleidet, als man ihn fand. Und er hatte Schuhe an. Und man geht deshalb davon aus, dass diese beiden unter Umständen
Zu dem Zeitpunkt, als es zu dem Vorfall am Zelt kam, was immer es auch war, vor dem Zelt gewesen sein könnten. Vielleicht eine Zigarette rauchen oder sich erleichtern. Er trug eine Leinenpelzmütze und eine selbstgestrickte Wollmütze. Am Oberkörper, da trug er ein Hemd und einen Wollpullover und eine Pelzjacke. In der rechten Tasche wurden Wollhandschuhe gefunden. Außerdem 3 Münzen, ein Kamm und mehrere Papierstücke. Er trug Unterwäsche, dann trug er eine Schweißhose, da weiß ich immer noch nicht genau, was das ist, eine Baumwollhose und eine Skihose. An den Füßen trug er handgestrickte Wollsocken und ein paar Filzstiefel. Diese Filzstiefel, die werden über die Füße gezogen und das sind sozusagen ja, wärmende Einlagen, wenn man Stiefel, also Wanderstiefel und so weiter anzieht. Und er trug russische Winterstiefel, also das sind dann spezielle Wanderstiefel für die sibirische Gegend dort. Er trug 2 Uhren an seinem linken Arm. Eine blieb um 8.15 Uhr und die andere um 8.39 Uhr stehen. Er hatte Leichenflecke auf der Rückseite seines Körpers, am Hals und an den oberen Extremitäten. Und dann hatte er sich wohl nicht rasiert und die Gesichtshaare waren bis zu 1 Zentimeter lang. Die Verletzungen. Er hatte multiple Frakturen am Schläfenbein mit Ausläufern zur Stirn und zum Keilbein. Einen Bluterguss an der Oberlippe der linken Seite. Bluterguss am unteren Unterarm in der Größe von 10x12 cm. Phosphorus Danny, der Forensiker, der schloss einen Sturz auf einen Fels für diese massiven Frakturen am Kopf aus. Gegenüber Lev Ivanov, dem Staatsanwalt, da sagte er, in der Schlussfolgerung wird gezeigt, dass die Verletzungen an Thibaut Brignoles Kopf das Ergebnis eines Wurfs, eines Sturzes oder eines Abwurfs gewesen sein könnten. Ich glaube nicht, dass diese Verletzungen das Ergebnis eines einfachen Sturzes von Brignol aus eigener Höhe gewesen sein könnten. Also Sturz aus eigener Höhe heißt aus seiner Körperhöhe natürlich und deshalb geht er davon aus, dieser Forensiker, dass er irgendwo heruntergefallen sein müsste, um sich dann beim Aufschlag diese Kopfverletzungen zu holen. Die ausgedehnten Eindrücke, mehrfach gesplitterte, gebrochene Fornix und Schädelbasis, diese Frakturen, das könnte das Ergebnis eines Aufpralls eines mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Autos sein. Das ist also jetzt der Moment, wo diese oft zitierte Stelle genannt wurde, dass diese Verletzungen so aussehen, als wären die alle von einem sehr schnell fahrenden Auto gerammt worden, was da oben am Djatlovpass ja nicht geht. Dann kam die Frage, ob es möglich wäre, dass Thibaut Brignol von einem Stein getroffen wurde, den jemand in der Hand hatte, also mit dem er dann zugeschlagen hatte. Aber da sagte der Forensiker in diesem Fall, da wären ja die Weichteile verletzt worden, also sprich die Haut, aber die war unverletzt. Die nächste Frage war, wie lange hätte Thibaut Brignol nach dem Trauma noch leben können? Hätte er sich selbstständig bewegen können, sprechen und so weiter? Die Antwort war, nach diesem Trauma hätte Thibaut Brignol eine schwere Gehirnerschütterung gehabt. Das heißt, er wäre in einem bewusstlosen Zustand gewesen. Es wäre schwierig gewesen, ihn zu bewegen und kurz vor dem Ende wäre eine Bewegung nicht mehr möglich gewesen. Ich glaube, dass er sich nicht hätte bewegen können, selbst wenn ihm geholfen worden wäre. Er hätte nur getragen oder geschleppt werden können. Er hätte noch gut 2 bis 3 Stunden lang leben können. Ja, schon sehr merkwürdig alles. Verletzungen wie bei einem Sturz aus großer Höhe oder als ob sie von einem Auto mit hoher Geschwindigkeit gerammt worden wären. Aber naja, die haben ja alle nur Drogen genommen oder Wodka gesoffen. Wir kommen jetzt noch zu einer merkwürdigen Sache, denn nachdem man diese 4 gefunden hatte und die abtransportieren wollte, da ist es da zu einem merkwürdigen Zwischenfall gekommen. Als man diese 4 unter diesen 4 Metern Schnee fand, da wurden die natürlich irgendwann einmal abtransportiert. Das könnt ihr hier sehen. Man hat sie gut verpackt, muss man so sagen, und dann auf diese Schlitten gelegt und zu den Hubschraubern gezogen. Der dort anwesende Oberst Odjukov, der gab dann den Befehl, die sterblichen Überreste in diese Militärhubschrauber zu laden und dann abzufliegen. Aber die Piloten, die weigerten sich. Der Oberst, der wiederholte diesen Befehl und der bestand darauf, dass die Piloten diese sterblichen Überreste der 4 abtransportieren. Aber die weigerten sich weiterhin. Die sagten, wir werden die 4 nicht eher hier abtransportieren, bevor sie in Zinksärgen liegen. Nun muss man sich die Situation einmal wie folgt vorstellen.
Das war die Sowjetunion zu Zeiten des Kommunismus. Und da gibt ein Oberst einen Befehl und die Befehlsempfänger, also die diesen Befehl bekommen, die verweigern den. Vollkommen egal, ob das jetzt Zivilisten waren oder Soldaten waren. Das war zu dieser Zeit in der Sowjetunion absolut undenkbar. Aber die Piloten haben das gemacht. Und da muss man sich fragen, warum? Die meisten von euch, die dürften es ja wissen. Es wurde ja Bekleidung gefunden, wohlgemerkt Bekleidung, die ja kontaminiert war, radioaktiv kontaminiert war. Das waren 3 Kleidungsstücke und nicht alle Kleidung und schon gar nicht die Verstorbenen, weil das ja immer wieder gelegentlich so dargestellt wird, als wenn alle der Dyatlov-Gruppe da völlig verstrahlt gewesen wären, aber das ist nicht der Fall. Es wird nun hier und da einmal erwähnt, dass die Piloten sich geweigert haben, weil sie vielleicht wussten, dass die Kleidungsstücke oder die Toten da radioaktiv verseucht wären und strahlen würden. Zu diesem Zeitpunkt wusste das aber noch gar kein Mensch, denn das Ganze ist ja erst während der Autopsie festgestellt worden an 3 Kleidungsstücken. Ob die vielleicht Angst hatten, dass die sich den Hubschrauber versauen, das kann es auch nicht gewesen sein, denn diese geborgenen sterblichen Überreste, die waren ziemlich gut verpackt. Es gab dann so ein ziemliches Hin und Her und da wurde sich dann geeinigt und dann wurden die dann doch noch ausgeflogen. Aber man muss sich fragen, warum die Piloten diese verstorbenen Überreste der 4, die man unter dem Schnee gefunden hat, nicht fliegen wollten. Von diesem Vorfall weiß man, weil der Oberst da später einen Brief an die entsprechende Stelle geschrieben hat, worin er sich, also wörtlich, als Kommunist darüber beschwert, dass andere diesen Befehl verweigert hätten. Leider gibt es weder in dem Brief noch vielleicht in der Erinnerung irgendwelcher Leute einen Hinweis darauf, warum die Piloten das nicht wollten, aber merkwürdig ist das Ganze schon. Zumal sie ja dann noch darauf bestanden haben, dass die Verstorbenen nur in Zinksärgen abtransportiert würden. Da muss man sich auch fragen, welchen Hintergrund hat das? Ja, wie geht's jetzt weiter? Also da kommen noch ein paar Teile, ich habe es ja anfänglich erwähnt, das war es ja noch lange nicht. Es gibt noch so viel, was da offen ist und was man besprechen muss, da werden wir noch lange, lange mit zu tun haben, aber eben nur einmal im Monat, weil ich die anderen, die sich dafür nicht mehr interessieren, da nicht langweilen möchte. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal der Kleidung widmen, wer wessen Kleidung trug. Und wir werden uns vor allem auch mal diesen 3 Kleidungsstücken widmen, die verstrahlt waren bzw. radioaktiv strahlten, um mal genau zu sehen, wie stark war das Ganze überhaupt und wo könnte es denn herkommen. Da gibt es auch verschiedene Theorien. Und wenn wir das erledigt haben, dann gehen wir mal ins Eingemachte. Da gibt es eine ganze Menge, zum Beispiel die Tatsache, dass das Zelt von 2 Mitgliedern der Suchmannschaften schon gefunden wurde, bevor die Suchmannschaften es dann fanden. Die haben aber nichts erzählt. Und viele, viele andere Dinge, die mit diesem Fall zu tun haben. Also wir haben noch reichlich Arbeit vor uns sozusagen. Ihr könnt ja mal sehen, wie lange ihr das so durchhaltet. Eine Sache noch, weil das haben anscheinend viele falsch verstanden beim letzten Mal. Ich sagte, wenn wir mit diesem ganzen Thema durch sind, dann werden wir insgesamt 4 bis 5 Stunden Material als Video haben. Mittlerweile denke ich sogar, dass es etwas mehr werden könnte. Und ich habe nicht gesagt, ich werde ein 4 bis 5 Stunden langes Video über den Dyatlov Pass machen. Also das bitte nicht verwechseln. So, jetzt aber, wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.